Moin moin, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur dritten Folge dieses Minecraft-Projektes Infinity Light Feed the Beast. Mit dabei ist wieder der Tobi. Servus. Ja, genau. So. Oh Gott, ich habe das Gefühl, dass Mobspawning irgendwie hochgedreht wurde. Ich bin gerade oben, ne? Ich werde gerade von 10 Zombies verfolgt. Und mein Schwert ist kaputt. Okay. Ja gut, das ist ärgerlich. Ich habe mich mit einem Skelettspawner angelegt in der Oh. letzten Folge. Das ist ja. Ich wäre wahrscheinlich gestorben, Alter. In Sachen Spawner bin ich echt. Ja, Ich meine, ich bin ich ja so war ein. auch nicht so weit weg vom Sterben, tatsächlich. Nein! Oh Gott, nee. Lass mich in Ruhe. Hier gibt es halt so viele Varianten von Blei, das kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt einfach so Erdbohrblei. viele Modifikationen mit Erzen. Ja. Ich bin einfach gerade vor Mobs weggerannt, ne, und ich hätte gerade fast meine Crafting Table nicht mehr wiedergefunden. Tech-Tree-Start. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was er da tat. See Tut. Achievement List for Extra Utilities 2 Power Tech-Tree. Okay. Okay. Habe ich zwar nicht gesehen, aber okay. Hast du schon Backpack? Nee, ich bin direkt in die Höhle gegangen, weil Nacht geworden ist. Ja. Lass mir auch gleich noch einen machen. Wollen wir ihn mit einladen? Mit wem mit einladen? Tom? Von mir aus kann. Ja, können wir gerne noch mal. Skelett attackiert. Jo. Oh, bei Falco ist die erste Folge vorbei, bei mir nicht. Jo. Ah, da habe ich Gold. Mein erstes Gold. Läuft bei dir. Das So, Beste. dann Moin. moin. Meine erste Folge ist jetzt vorbei. Bei mir nicht, ich habe meinen PC zwischendurch neu gestartet. Okay. Ich bin gerade Jo. überlegen, ein bisschen außerhalb von der Folge farme. Kannst du ja machen. Oder ob ich. Aber Ich könnte halt direkt nochmal eine zweite Aufnahme starten. jo, also wie gesagt, ich bin jetzt gerade in der dritten Folge und bin die ganze Zeit im Grunde nur am Main, also. Ja. Auch Flint. Ja, ich Hab habe mich jetzt mit einem zwei Sk ja? Backpacks auf Stufe 2. Und ich habe mich mit einem Skelettspawner angelegt. Ich hab Flint. Ich kann mir schon mal überlegen, was mein Ziel ist für die zweite Folge. Also die Backpacks auf 3 bringen. Jo, er hat sein Backpack schon auf 2. Ich hab noch nicht mal ein. Storage. So, und ich muss mir mal angucken, wie dieses Storage-System funktioniert. Ey, willst du jetzt wirklich schon in der zweiten Folge dir ein verdammtes Storage-System machen? Ja, ich würde mir mal so eine 1K-Storage-Disk machen, weil ich glaube, die ist nicht so aufwendig. Naja, aber du brauchst ja auch Strom und so weiter. Du musst ja Das da ist ja nicht das schon Problem. ordentlich Das Maschinen mitmachen. ja, aber da kann man das mit Strom ist ja über Immersive Engineering gar nicht so das Problem. Ist ja aber die Frage, ob du das überhaupt über Immersive Engineering benutzen kannst. Aber was ich mir wahrscheinlich eher, obwohl nee, die Solarzellen sind relativ aufwendig zu machen. Nee, Solarzellen kann man nicht empfehlen. Da brauchst du wirklich, ja, 2 bis 3 Livestreams, bis du da was Vernünftiges hast. Ich sag mal 6 Stunden. Okay.
Ja, es gibt verschiedene, aber also die meisten braucht man relativ viel. Also was halt richtig OP ist, ist dann später das Solarpanel Stufe 8. Da gibt es ja verschiedene, aber die ist so stark. Oh. Das da wollte ich haben. Einen Skelettkopf brauche ich nicht. Okay. Mein Inventar ist voll Hilfe. Meins auch. Das hat Talkuchen ganz gut am Anfang gemacht. Er hat erstmal sich direkt den Backpack geholt und den auch schon hochgelevelt. Ja, ich habe jetzt auch schon eine Base. Achso. Er hat schon eine Base. Natürlich. Ja, ich hab mir einen, ich wollte mir ja so eine Luxusvilla in einem Berg bauen und ich habe mir da jetzt mal ganz kleines Häuschen reingesetzt. Und dann werde ich diesen Berg nach und nach upgraden. Okay. Ja, ich glaube, ich starte jetzt direkt die zweite Folge, dafür mute ich mich einfach komplett, mach die Anmod und dann komme ich zu euch. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Jo. Ich bin jetzt gerade noch weiter am Struggle mit mir. Erstmal eine vernünftige Waffe machen. Ach, ich bin ein Trottel. So. Okay. So, jetzt nehme ich mir hier noch ein bisschen Basalt mit. Bisschen Haus aus Schwarz. Weiß basteln. So. Zum Thema Haus habe ich noch überhaupt keine Idee, was ich da baue. Also ich habe, obwohl doch, ein, zwei Ideen habe ich schon. Tatsächlich. Ich habe vor, in die Wüste zu gehen und in der Wüste so eventuell westernmäßig irgendwas zu machen. Okay. Ich bin hier direkt an der Lavaquelle und ach verdammt. Das ist jetzt natürlich dämlicherweise verbrannt. GG. Ich bin einfach Rapiermeister. Haha. Okay. Einfach Rechtsklick gedrückt halten und durchgehend zurückgesteuert werden. Mega. Ich weiß gar nicht, ob es so schlau war, mir jetzt ein Rapier hier zu holen. Egal. Welchen Müll brauche ich denn? Oh, Lava. Ich lebe hier gerade sehr gefährlich. Basalt gibt es halt nur in der Nähe von Lava. Basalt ist quasi erkaltete Lava. Oh. Gibt es denn im Vanilla Minecraft nicht mittlerweile auch? Ich glaube nicht. Ich dachte, jetzt im Nether-Update gibt es doch diese Basaltsäulen, oder ist das was anderes? Das weiß ich nicht so genau. Nee. Kann ich sowieso nicht mitnehmen. Gut, das heißt, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall erstmal aus der Höhle raus. Muss den Weg nur noch rausfinden. Wieder. Muss ich. Nee, hier war ich ja gerade. Ich habe mich einfach hochgebaut gehabt. Nee, ich muss einfach nur hier lang. So. Ja, nee, ich habe hier schon so eine Unterweltbasis quasi. Zumindest habe ich hier einen Ofen hier aufgestellt. So. Und so. Das kann jetzt hier schön durchschmelzen. Und Fleisch bringt wirklich gut Essen, muss ich sagen. Ja, ich habe bisher auch immer mich mit Schwein und Schaf so über Wasser gehalten. Weil die auch irgendwie vermehrt spawnen gefühlt. Jo. Ich habe im Übrigen gleich eine volle Eisenrüstung. Jo, mir fehlen noch Hose und... Nee, nicht Hose, Schuhe und Helm fehlen mir noch.
Ja gut, Schuhe fehlen mir jetzt gerade auch noch. So. Und dann werde ich jetzt, glaube ich, als nächstes mal schauen, ob ich nicht vielleicht in Richtung Ender.io gehe. Was genau ist eigentlich bei Ender.io? Ja, auch Strom im Grunde. Also. Ender. Oh. At Ender. So. Generator. Moin. Moin. Ich muss gerade aufnehmen. Ich habe ein Geschenk, was jetzt nicht so wertvoll ist, aber Lexica Botania habe ich jetzt einfach zweimal gecraftet, weil ich habe so das Grundwissen mal kurz gezeigt in Botania. Also hier, ich habe so einen Brunnen gebaut, der auch sehr wichtig ist. Habt ihr mal alles gezeigt. Aber wo seid ihr denn überhaupt? Oder einer von euch? Ich bin immer noch am Spawn und gucke, dass ich mir jetzt Full Iron hinkriege. Ich bin einfach viel zu überfordert mit allem. Verstehe ich. Ich bin überfordert mit den Bienen. Ich glaube, ich fange mit dem Stirling-Generator von Ender.io an. Willst du schon so Technik-Sachen craften? Ja. Ich bin jetzt erste Folge fertig, ich gehe jetzt in die zweite Folge, ich guck mal, ob ich jetzt Refined Storage anfange. Er will einfach in der zweiten Folge einfach schon ein Refined Storage System haben. Ja, ich bin halt bei Kuchen. Also, ich glaube, ich spoiler hier gerade. Hat der bei dir ein Haus gebaut oder spoiler ich gerade ein bisschen? Ich bin die ganze Zeit in der Höhle, ne? Also, ich habe sowieso noch nichts gesehen. Ich starte jetzt Folge 2. Ich schleiche mich leiser an. Ofen wollte ich auch auf den nicht da rein. Hier rein, ja. Komm, ich schenke denen das Lexikabuzan, ja. Medium Inventory System Storage. Ich habe ihm das Lexikabuzan jetzt einfach geschenkt. Mitten in seiner Antwort. Okay, Spawner kann man bauen. Elektrisches Spawner. Wie öffnet man die Minimap? Also ich kann euch alle gar nicht sehen. J. Ah ja. Ist das? Okay. Speed Upgrade, ja. Hier ist die Minimap. So. Sehe euch gar nicht auf der Karte. Speed Downgrade muss man auch extra hier gefunden. Ja. Energy Conduit, ja. Voll. Egal. Ender Fruit. Könnt ihr denn die Koordinaten sagen? Ich bin minus 230, 11. Ah, ich sehe jetzt deinen Namen unten. Ich habe kein Essen mehr. Wo ist denn mein Pfeil? Achso. Ich gehe weiter nach unten. Okay, das sind nur diese Dekorationsblöcke, okay. Alle sind gerade dabei und setzen sich einfach auseinander mit den Mods. Ah ja, ich habe jetzt nur natürlich. Von Tanja gemacht. Okay. Ja gut, ich habe halt das ganze Eisen gesehen. Hast du die Sackmill? Ich bin irgendwo in deiner Nähe. Bist locker in die Schlucht gegangen, oder? Ah ja, mit der Sackmill kann man verdoppeln, okay. Wer ist in die Schlucht gegangen? Hier für eine Monsterparty. Okay. Nee. Okay. Ich hoffe mal, dass mich jetzt niemand angreift. Das heißt. Stirling Generator ist kein Problem. Zeckmill ist ein Problem, habe ich nicht die Ressourcen für. Weil mir fehlt Eisen. Moin. Moin. Ich habe den Lexica Botania gedruckt. Oh. Falls du dich fragst, woher das ist. Gut.
Also, ich werde mich in diesem Projekt auf Ender.io, glaube ich, fokussieren. Weil das ist, glaube ich, einfach am günstigsten. Und dann kann man seine Ressourcen teilweise nicht nur verdoppeln, sondern sogar verdreifachen, vervierfachen und so. Was? Ja, also, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf das Storage-System gehen und nebenbei auch noch ein bisschen auf Immersive Engineering ist das, glaube ich, mit dem Strom. Ja, das ist Immersive. Ja, und daher muss ich da so oder so drauf gehen. Ja, das ist der Plan. Ich stehe okay. Gar nicht so in diesem Technikzeug. Ich hab grad auch überhaupt keinen Plan. Ja. Habt ihr euch eigentlich schon Waypoint gesetzt bei eurem Zuhause? Ich hab kein Zuhause. Hab ich schon. Achso, also, ja, ich okay, hab dann. Auch nur eine Höhle, also. Nee. Hab ich noch nicht. Wäre oh, sinnvoll. Das hab ich gehört, den Creeper. Ja. Oh nein, Mini-Skelett. Ich habe schlechte Erfahrungen damit. Ja. Ich habe mehr Mini-Skelette. Ich meine, gut. Eigentlich, Mini-Skelette finde ich gar nicht so schlimm wie Mini-Zombies, Baby-Zombies zum Beispiel, weil die immer noch die ganze Zeit zum Aufladen brauchen. Oh nö, noch ein Skelett. 2,5 Herzen. Oh nein, Baby-Zombie. Oh Mann, ja. Kann bitte jemand schlafen gehen? Bitte, bitte. Tut mir den Gefallen. Ja, von mir aus könnt ihr jetzt schlafen gehen. Ich habe kein Bett. Oh. Reicht es nicht, wenn nur einer von vieren schlafen geht? Ja, es reicht. Ja, reicht. Ich bin irgendwo runtergefallen. Ich habe mittlerweile übrigens auch 9 Dias. 9 Diamanten? Ich habe 8 in einer Ader gefunden. Ja, gut, ich hatte 2. Gib euch den Tipp, macht euch ein Osmium-Schwert, dann habt ihr ein 8-Schaden-Schwert. Osmium? Also, ja, findet man, Osmium. Warte, stopp. Findet man Osmium relativ schnell? Ja, richtig. Schnell. Oh, das ist gut, weil dann kann ich mir Solarzellen machen. Echt? Ja, die macht man sich, glaube ich, mit Osmium. Oh nein, ich bin ganz low. Warte, okay. Glänzt Osmium? Nee. Also es ist so ein Blauton, so ein bisschen. Aber das ist nicht dieses ganz helle Blau. Diese Solarpanel von Mechanism, oder wie? Kannst du ja mal ein Just Enough Items nachgucken. Wie das aussieht. So, mein Eisen ist jetzt fertig, dann kann ich direkt mal meine Backpacks upgraden. Möhe? Ich hab ein kleines Problem. Kann mal jemand schlafen gehen? Ich hab kein Bett. Osmium. Oh oh. Das könnte schwierig für mich werden. Ich hab nämlich nur noch ein Herz. Und es wäre natürlich. Ich kann aber eins craften. Solar Generator Upgrade. Holz. Leute, ich hab einen Zombie-Kopf gedroppt bekommen. Ja, ich hab auch schon 2 Skelettenköpfe. Ja, ich hatte gesehen, dass man von Skelett auf den Schädel bekommt, aber von Zombies wusste ich jetzt nicht. Also in Vanilla Minecraft, mein Rape ist eigentlich einfach fast kaputt. Nee, also in Vanilla Minecraft kriegst du es ja nur, wenn du Charge Creeper, also wenn Charge Creeper den umbringt. Ja. Meinst du die Solarpanel von Solar Flux Reborn? Der hört dir nicht zu, der hat sich gerade gemutet anscheinend. Achso. Ja. Aber der hört dir auch öfter mal nicht zu, wenn er nicht gemutet ist, also. Ach so, warum ist die Spinne aggressiv auf mich? Solar Generator gibt es auch nochmal. Die geschlagen? Schreibt's in den Kommentaren. Ach du Heilige. Das Osmium-Schwert, ne? Yep. Macht man das wie ein ganz normales Dierschwert? Nicht Dierschwert, also. Ja, ein ganz normales Schwert. Okay. Oh nein, halbes Herz. Als ob so viele Monster in diesem Wasserpool sind. Okay. Ich habe das Gefühl, dass irgendeine Modifikation die Mob-Spawn-Rate vergrößert. Kann sein. Und ich habe es natürlich genau falsch rumgemacht. Wer kennt's nicht? Ihr nimmt doch jetzt gerade alle auf, oder? Ja, ja. Ich auch. Ja, ich auch. Warte, ich bin produktiv. Den Kasten will rein. Okay, das heißt, was ich damit kaufen kann, mit diesem Weizen da. Oh ja, ich bin scharf. Tut mir leid, Schaf, aber ich brauch dich zum Überleben. Ich glaube, ich kann mir jetzt kein Blenden.
Ich guck mal kurz aus mir. Ich sehe euch jetzt auf der Karte. Ah, schön. Oh, ich habe Uran gefunden. Habt ihr irgend so eine weiße Blume, die irgendwie mit Mystical anfängt? Nee. Ja, glaube, oder? Nee. White Shimmering Mushroom von Botania habe ich. Braucht ihr nämlich, um diesen heiligen Stein zu machen. Okay. Ich mache jetzt eine kleine Timelapse. Für Erze, fürs Erze sammeln. Ah. Machst du das mit einer zweiten Kamera, oder? Nee. Das wäre cool, leider, wenn man... Leider haben wir hier keinen Replay-Mod drauf. Aber mit Replay-Mod kann ich mich auch nicht so gut. Ich glaube, ich bin genau über dir. Ja, du könntest aber in der Theorie auch noch einen zweiten Account holen. Oder? Ja, aber das bringt ja nichts, wenn ich da die ganze Zeit in der Höhle durchgehe. Ja. Müsste ich mich die ganze Zeit tracken. Mit der Kamera dahin. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Auf welcher Höhe bist du, Leo? Ist das 12. Uranium-Ohr, alles klar. Ja, ich habe hier auch Uranium-Ohr, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt mitnehmen will. Uranium-Ohr ist auch weiter oben. Ja, Uran findet man überall. Noch mehr. Das wäre richtig mega, wenn am Ende stirbt man einfach so durchgehen. Osmium und ist das. Warte, kann man, bekommt man, wie bekommt man Osmium? Das findet man relativ weit oben. Ja, okay. Essen wollte ich. Komisch, ich glaube, das braucht man für ein Ritual. Hast du Essen? Oh, ich hab hier noch. Was zum... Oh, ich hab hier noch 10 Stück davon. Okay. Ich muss mich nämlich von einem Flash ernähren. Wie mache ich das Upgrade? Okay. Oh, ich brauche dafür Spray. Wenn du willst, kannst du den Schrott damit nehmen. Warum kann man keine... Hier ist der Skelett-Spawner. Oh ja, danke. Ich glaube, Flash war eine Truhe. Okay. Gönn dir. Ja, richtig lecker. Mein Mikrofon war gerade gemutet. Also auf OBS. Ich hoffe, man hat das meiste, was ich gesagt habe, noch mitbekommen im Video. Nee. Hier, achso, ja, das weiß ich nicht, aber bei uns warst du auf jeden Fall auch gemutet. Ja, das wollte ich ja auch, aber ich glaube erst bei der Aufhebung. Jo, ich beende da mal meine Folge. Oder ich werde jetzt noch aus Mium weiter grinden. Okay. Von welchen Solarpanels hast du denn gesprochen? Welche sind es denn? Solarflux, Reborn, Extra Utilities oder... Irgendwas von denen da. Mechanism Generators. Lead, Tin, Uranium. Ich hab nen Resonation Crystal. In der IO. Energetic. Oh, Vibrant. Warte. In was? Was wird hier der Strom gemessen? RF. Den Tick. Okay. No. Nein! Was? Nein. Was? Er hat herausgefunden, dass ihm was auf Engineering Was ist los? Meine Aufnahme ist abgebrochen, weil ich nicht genügend Speicherplatz frei habe. Och nee. Das ist ja ärgerlich. Das heißt, die Aufnahme kann ich jetzt in die Tonne treten. Ich find's irgendwie witzig. Ja, ich was guck mal, ob ich meine Aufnahme oder gar nichts. Nicht. Ja, meine ist dran. Ich glaube, ich nehme keine dritte. Oh, dann bin ich mal kurz weg. Lol. Ja. Boah. Ich weiß gerade wirklich nicht, auf was für eine Art Energie ich gehen soll. Warte, braucht man... Warte. Ja, super, die Aufnahme ist nicht kaputt. Ich kann sie benutzen. Das Gute muss ich einfach nur Speicherplatz freimachen. Kann ich irgendjemandem helfen? Verdammt.
Generation 1? Klingt halt nicht gut. Aber sie sind leicht zu machen. Solarflux Reborn. Die Frage ist nur, ob man die Energie auch nutzen kann. Aber ich glaube, nur Industrial Craft 2 hat quasi so sein eigenes Ding mit EU. Und das andere ist so ziemlich alles dasselbe, glaube ich. Also würde ich hierauf gehen. Gut. Das kann ich dann ja austesten. Ich dachte schon. Ach so. Okay, dann mal. Was ist das hier denn? Ich suche gerade weiter nach Osmium, ne? Soll ich dir helfen? Ich würde nicht nein sagen, ne? Ich hab vor, mir jetzt erstmal halt Osmium Stuff zu machen. Bei Osmium gibt es so ein cooles Tool, das alle drei Tools vereint. Achso, ja, packst du, glaube ich. Ich mache gerade einfach mal Sand. Resonating Ore sieht wichtig aus. Nehme ich jetzt aber nicht mit. So viel Kobbel brauche ich nicht. Von einem Zombie. Nee. Ey, ja, finally. Hast du's? So. Ich was? Nee, ich bin nur eine halbe Stunde lang nicht aus dem Wasser rausgekommen. Dann müsstest du ja ertrunken sein. Bist du ein Ertrunkener? Ich glaube, ich mach mir auch eine Praxis. Oh no! Ich hochgehen. Oh, mir ist gerade Grabby auf den Kopf gefallen. Jetzt war ich gerade beim Witcher-Universum. Sagt euch das was? Nö. Kaum. Ich hab nicht. Wie macht man eigentlich einen Rucksack? Mit Wolle und mit einer Küste und mit Fäden. Wie heißt die Mod? Baggins Sees. Bagginses. Ich weiß nicht. Ja, okay, das ist diese. Ah, okay. Bei mir wurde es vorhin nicht angezeigt. Danke. Okay, ich kann gut. Die Aufnahme. Bei mir wurde es auch nicht angezeigt. Das heißt, ich habe halt nach Backpack mit CK gesucht, aber das ist halt ein Bag mit G. Ich habe auch gesucht. Okay. Da hinten. Es wird gerade blöderweise. Tobi? Dunkel. Ja. Ich habe jetzt 2 Stufe 3 Backpacks, also falls du ein bisschen was für Backpacks brauchst, kann ich es dir jetzt geben. Ja, ich bräuchte eventuell. Genau das brauche ich. Hast du es gehört? Was denn? Ja, genau das. Okay. Nee, ich bräuchte Strings auf jeden Fall. Ja, Strings habe ich noch welche. Also ich habe die in der Kiste, also einfach meine Base suchen dann. Ja, einfach meine Base suchen am Arsch. Wo soll ich wissen, wo deine Base ist? Ja, suchen, Tobi. Ich habe die gesehen. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Ja, du warst da, als ich die Antwort gemacht habe. Ja, ja. Hab dir ein Nexica-Botania gegeben. Was? Ich habe die Nexica-Botania gedroppt. Ach so, stimmt. Das ist das Buch für Botania. Ja. Ich schmeiß aber den ganzen Müll in meinem Backpack, den ich gerade nicht so. Verdammt, ich weiß gerade nicht, wo mein Haus ist. Luxo. Ja, das ist eine Luxus-Suite. Nee. Bin schon neidisch auf deine Luxus-Suite. Das hier ist ein 9 Quadratmeter Zimmer. Da würde ein Klappbett reinpassen. Okay, so. Auf Wunsch. Das machen wir natürlich nur für die High-Quality-Kunden. Ich muss jetzt.
Backpack. Dafür brauche ich. Oh, mir geht schon wieder das Essen aus. Uff. Nee, okay, das macht keinen Sinn, aber ich würde sagen, ich beende meine Folge eben einmal kurz. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Schaut noch bei unseren anderen Projekten vorbei und auf Wiedersehen.